Ist es heute irgendwie weniger performant bei euch auch? Nö, eigentlich nicht. Nö. Okay, bei mir ruckelt's immer wieder so ein bisschen. Bei mir gar nicht eigentlich. Mir ist gerade aufgefallen, dass der Graben, wo die große Brücke mit dem Metzhaus und so weiter noch dran ist, noch gar nicht fertig ist. Der ging nicht tiefer, da haben wir Bedrock gehabt. Falls du die Tiefe meinst. Nee, das sind Stellen, wo nicht mal Wasser durchkommt. Ja, weil wir nicht tiefer graben konnten. Ach so. Oder was meinst du? Gut. Ja, dann. Oder wie meinst du das? Also, du kannst es gerne mal probieren, ob es jetzt mittlerweile geht, aber damals hatten Evil Knight. Ja, Evil Knight war auch irgendwann mal hier mit dabei beim Projekt, ja. Und wir haben uns da echt einen Tod gegraben und es ging einfach nicht tiefer. Okay. Ja, du hast ihn ja gehört, wir können ihn erstmal rausnehmen. Ja, hat er uns doch mitgeteilt. Aber ich frage trotzdem immer wieder mal nach, ob er diesmal vielleicht kann. Schade, ich hätte gerne mal mit ihm gezockt. Ja, er wird ja auch wieder mitzocken, aber jetzt momentan ist erstmal bei ihm auch ein radikaler Wechsel drin, ne? Zeitlich nicht so viel kann. Hat er es endlich geschafft, einen anderen Job zu kriegen? Nee, nicht wirklich. Sag mal. Weit und breit nichts zu sehen. Oh, ja genau, und neben mir macht Geil! Wo ist es denn hin, da hinten? Ich sagte, diese Skelette, die hier immer rumlaufen, das müssen ehemals Lemminge sein. Das kann durchaus möglich sein. So ein halbtotes Vieh läuft auf mich zu, sieht schon, dass ich mich bereit mache, es läuft durchs Wasser und blockt nicht mal, als ich zuschlage. Es müssen Lemminge gewesen sein. Dann sind aber die ganzen Graylings wohl ehemalige Versicherungsvertreter, so nervig wie die sind, oder? Ja. Nee, das sind die Wolle Rose Kaufin. Oder die. Vielleicht macht es auch wirklich Sinn, das hatte ich schon gesagt, bevor Fenrir da war, so als Idee, dass wir vielleicht mal so einen zweiten Außenposten gründen, der wirklich komplett nur für Schweinezucht dann da sein wird. Ja, du weißt doch, ich will doch eh noch mein eigenes Häuschen hier haben. Da machst du dann Schweinezucht rein, oder wie? Da kommt alles hin. Das wird so ein Alchemisten-Ding mitten in der Wildnis. Mitten hier im Dunkelwald. Dann sage ich aber dem Entwickler von dem Spiel, die sollen bitte bei solchen Außenposten immer die Raids machen. Ja. Und die sollen das Andreaskreuz und alles bitte wieder aus dem Spiel rausnehmen dann, ne? Ach, wieso denn? Damit du aus Seife nicht immer so misshandelst. Das macht's doch gerade so interessant. Oh Gott. Weil du weißt doch, wenn du weiter so machst, dann fängt Lord Seife wieder an zu singen und dann leiden wir nur darunter. Natürlich, wenn das so weitergeht. Hast du Mario's Stream gesehen? Nee, hab ich noch nicht, aber den will ich mir noch angucken, ja. Er war wohl ziemlich angetütert, ne? War irgendwie mit 300 Bits. Ihr habt irgendwie da was eingerichtet, 300 Bits und er musste dann immer einen Schluck nehmen, ne? Er musste dann immer einen Shot trinken. Boah. Und das ging schon, also er hat ja angefangen um 20 Uhr irgendwann, ja, und ich habe um 21 Uhr mal reingeguckt und da kam alle Minute, kamen die 300 Bits reingeflattert. Ach du Heilige. Die haben es ihm richtig besorgt an dem Tag. Ja gut, aber das wollte er, oder? Das war doch eigentlich mit Ansage. Ja, aber Tatsache, der war um 0 Uhr, war der so im Arsch. Da hat er aber verständlich. Der konnte nichts mehr ging da, das war so geil. Der hat aber wirklich gut durchgehalten. Ja, hat er. Tatsache. Der verträgt auch einen Stiefel. Der ist kein Kind von schlechten Eltern. Ja, wenn ich schon den Boden als Metalhead verträgt man ja meistens sowieso mehr. Richtig. Alles gut, ich kenne auch welche, die vertragen fast nichts, ne? Also es gibt's auch. Ja. Die das meiste Geld haben am Ende. Ja. Weil es gibt ja Leute, die vertragen wirklich gar keinen Alkohol.
weil sie wirklich eine Unverträglichkeit haben. Da hatten wir ja zum Beispiel die liebe Janette, die ab und zu mal hier noch im Stream ist. Heute anscheinend nicht. Oder sie ist wieder im Lurk. Die hat da genau das Problem. Ich habe auch kein Ei geholt. Finde ich nie wieder, wenn ich einen Vertrag. Ja, ich weiß, schlechter Wortwitz. Das ist so eine Bekannte von mir, die hat das auch. Die trinkt einen Schluck Sekt und das war's dann. Das habe ich aber auch bei manchen Alkoholsorten, zum Beispiel Sekt oder so. Also ich kann am Abend 10 Bier trinken und bin am nächsten Tag fit. Und ich trinke einen kleinen Schnaps und ich habe am nächsten Tag den Kater des Todes. Ja, ja. Das ist gerade umgekehrt. Ich trinke 2 Bier und da bin ich Knüller. Ich merke den Schnaps nicht. Ich merke ihn am nächsten Tag, dass es mir einfach hundeelend geht. Oh, okay, dann hast du vielleicht auch eine Unverträglichkeit, so ein bisschen. Ja, Schnaps weiß ich, dass ich den nicht vertrage, also lasse ich ihn. Richtig. Ah, du wirst lachen, so wie es Gandalf gerade gesagt hat. War doch Gandalf, ne? Ja. Ja, genau. Ich habe früher, Tatsache, ich habe ein Bier getrunken und du konntest mich wegrollen. Ja, oh, also das war Feierabend. Noch so. Und ich, bei mir war es dann aber andersrum. Ich habe Whisky gesoffen, da hätte ich mich unter das Fass legen können. Das war halt egal. Ja. Genau wie bei mir auch. Ja, und heute geht alles. Als Ninnen in den Hohlenkopf. Hauptsache, es dreht sich im Gesicht. Richtig. Du weißt doch, wer schwankt, hat mehr vom Weg. Ja. So. Aber wir finden den Weg noch. Lol, ich konnte gerade meinen eigenen Pfeil überholen, noch im Flug. Okay. Ich hatte nervösen Finger und habe einfach nur einen ganz kurzen Linksklick gemacht mit ausgerüsteten Bogen und bin dann aber weitergelaufen und konnte meinen Pfeil im Flug überholen. Sehr gut. Mann, ich sollte mir auch endlich mal angewöhnen, dass wenn ich hier auf Jagd gehe, dass ich mir ein Portal mitnehme. Boah, das, was wir das letzte Mal gesagt haben, das macht ja eigentlich Sinn, so ein Reiseportal. Ah, ich habe ein Eisgebiet gefunden. Auf unserem Portal Kontinent hier. Eisgebiet, okay. Ja. Genau wo du bist, dass ich es mir immer markiere. Ja. Ich markiere es für uns alle und dann trage ich es nachher wieder an die Karte ein. Ah, oder so, okay. Wow, das ist ja echt nicht weit weg. Ja, da können wir zu Fuß mit einem Actio-Buff runter. Obwohl, ach, scheiße. Wäre ganz cool, wenn irgendwie nur einer den Actio-Buff dann benutzt und die anderen hätten dann den Knochenwanst-Buff. Den habe ich. Das ist super. Den haben wir jetzt mittlerweile alle. Wir können den jetzt mittlerweile auch alle holen, weil ich habe ja auch ein Portal zum Spawner rübergebaut. Und da, wo ich jetzt gerade durchlaufe, ist auch ein Dunkelwaldgebiet, was wir noch nicht aufgedeckt hatten. Das heißt, hier ist Blaubeerenalarm. Ja, ich sammle auch schon kräftig. Gibt's sogar noch ein paar Spawner und sowas. Kann ich mich ein bisschen austoben. Hallöchen! Ja, guck. Was hast du drauf, Alter? Hä? Was hast du drauf? Nichts hast du drauf. Bleib liegen. So. Oh, ich habe wieder teilweise englische Übersetzungen hier, statt deutsche. Okay. Beim Spawner von den Krautzwergen war bei mir gerade Englisch. Blöde ist nur, hier im Dunkelwald findet man ja nicht wirklich Wildschweine, war höchstens Hirsche. Findet man Wildschweine eher im Grasland? Eben. Ja, 6 Wildschweinfleisch habe ich schon mal. Ich habe 5. Ich habe 1. Vorher habe ich schon 30 Hirsch. Was ich aber ganz cool finden würde von den Entwicklern, wenn sie das bei den Suppen auch so machen würden, dass du mit einmal kochen mehrere Suppen rausbekommst. Ja, das ist aber dann wieder so, dass es dann im Endeffekt das Spiel wieder ein bisschen runterzieht. Also ich finde es eigentlich ganz gut, so wie es ist. Weil es doch ein bisschen mehr... Du hast doch ein bisschen länger was vom Spiel. Ich meinte jetzt nicht im Sinne von... Ach, Maki, grüß dich. Ich meinte jetzt nicht im Sinne von, dass es dann genauso viele Ressourcen kostet. So nicht.
sondern dass man halt wie beim Schmieden zum Beispiel, wenn du die Barren machen möchtest, dass du die Option hast zu sagen, ich mache jetzt nur eine oder okay, ich mache mehrere. Alles klar. Ja, gut, verstanden. Grüß dich, Göttin der peinlichen Todesarten. Hab dich ein paar Mal erwähnt heute. Ich bin jetzt hinten wieder in die Kurve rum. Soll der da jetzt bis zur Brücke hin oder? Ich schau mal, weil da ist ja der Graben, da kommen sie eigentlich nicht drüber. Wieso habe ich eigentlich keine Ausdauer? Ich habe es erstmal so weit gemacht. Na, das reicht, Digi. Okay. Ja, Göttin, ich hatte mich vorhin bei der Einladung der Mitspieler hier, habe ich gesehen, dass du heute Indianerin spielst. Das hatte ich ja beiläufig erwähnt. Ich habe noch ein bisschen halt was basteln. Dass wir dann ab und zu mal ein paar Leitern hochbauen, dass wir auch hoch können. Ja, krieg mal hin. Ja, wir bauen eine Abwehr, genau. Also die Jungs, ich nicht. Ich bin wieder der Jäger. Mit Jäger. Ja, wir haben und Sammler. Hirschfell brauchen wir jetzt nun wirklich nicht mehr, oder? Was meint ihr? Also, damit kommst du jetzt auch hier hoch. Ja, Hirschtrophäen brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Ja, die schmeißen mittlerweile auch schon weg. Aber was funktioniert, das habe ich jetzt im Soloplay ausprobiert. Man kann die auch an der Mauer und an der Palisade anbringen. Und es gibt ja teilweise Trophäen, die im Dunkeln dann auch leuchtende Augen haben. Das sieht richtig cool aus. Dann sieht es aus, als wäre die Palisade komplett bemannt. Hm. Magie, ja, das stimmt schon. Das verschandelt so ein bisschen alles rundherum. Aber ist besser, als jedes Mal von Trollen die Base eingerannt zu bekommen. Mhm. Oder niedergetrampelt. Wir hatten es ja jetzt schon zweimal. Ja. Und einmal war ein Komplettverlust der kompletten Schweine und unser Hauptgebäude. Ja. Ich glaube, da war Maki sogar dabei. Ich glaube auch, mich erinnern zu können, dass du dabei warst an dem Abend. Also zugeguckt hat, meine ich. Das war, glaube ich, der erste Abend, wo ich dabei war, ja. Ich war schuld. Huch. So, Leitern stehen. Sehr gut. Na, wenn wir das nächste Mal Pennyang sind, können wir mal nach den Fermentierern gucken, ob dann der Frostschutz fertig ist. Dann könnte sich schon mal ein Zweierteam zum Beispiel ins Eisgebiet schon mal auf den Weg machen und schon mal auskundschaften, wo denn Silberadern sind. Bei dir da unten? Naja, bei mir da unten, dann dachte ich. Und dann können wir gleich mal ein bisschen Wolfsfälle mitbringen und alles für die anderen auch, dass wir uns den Frostschutz in Zukunft sparen können. Aber zu zweit kriegen wir wahrscheinlich bei der Anzahl an Spielern gehörig von den Wölfen. Gehen drauf. Auf die Sicht. Schauen wir mal. Wenn einer schießt und der andere immer Tanky macht, dann kann das auch gut gehen. Ja, kann funktionieren. Ist noch Eisen da? Und ist einer von euch in der Base? Ja, ich bin an der Base. Eisen? Ja, noch 8 Stück. Okay, das ist sinnfrei. Ja, wir wollten ja sowieso noch Eisen holen gehen bei Gelegenheit. Genau. Und wenn wir dann schon Eisen holen, müssen wir gleich noch Blutsäcke holen von den Schlundigeln für den Antifrosttrank. Naja. Mhm. Tix, dann haben wir ja gleich unsere Aufgabe, hätte ich behauptet, für morgen. Was, Eisen? Ja. Okay. Weil die Base müsste jetzt eigentlich soweit safe sein. Jetzt haben wir noch 2 Punkte, wo sie reinkommen können. Das ist die Brücke und unten beim Hafen. Aber das lässt sich halt nicht vermeiden, weil irgendwo müssen wir auch rein. Ja, aber es ist ganz gut, weil bei der Brücke kommen sie nicht durch. Und Hafen sind sie schon verlangsamt, da können wir sie auseinandernehmen. Ja, ich habe tatsächlich nicht gebuddelt, Marki. Ich habe das Gelände angehoben und einen natürlichen Wall geschaffen, sozusagen, dadurch. Ja, habe ich ja auch gemacht. Jetzt hier bei uns, meine ich. Was mir immer noch super schwer fällt bei den Erdwellen, eine richtig schöne Schräge zu machen, eine schöne Rampe zu bauen. Das sieht irgendwie alles immer ein bisschen verknorpelt aus. Habt ihr da vielleicht irgendwie einen Trick? Ja, Holzleitern haben wir gemacht.
Ja, gut, klar, man kann es auch mit Holzwerk dann bestärken, ja. Es wird dunkel, ich mach mich mal auf den Weg nach Hause. Ja, bin auch schon mehr oder weniger auf dem Weg und sammle dabei noch ein bisschen was ein. Oh, ist wieder gut was nachgewachsen hier im Blaubeeren. Ja gut, Gaffer ist ja auch in der Nähe vom Spawner, da kann er ja übers Portal rüberkommen. Genau. Wo befinde ich mich und eigentlich? Alle bitte. Was ist denn hier los? Werden hier sein Müll ausgeladen? Hm? Im Zweifelsfall war das immer Seifenlord, weil er immer zu faul ist aufzuräumen. Anscheinend bin ich das, okay, was liegt da rum? Keine Ahnung, bei den Fermentierern war, hat irgendeiner sich ausgekotzt. Nee, da war ich halt noch nicht. Da war eine ganze Ladung Bullshit liegen. Okay. Keine Ahnung. Boah, ja, sortiert's mal immer schön ein, Leute. Und wenn ihr es dann doch nicht irgendwie behalten wollt oder so, dann schmeißt es ins Wasser und nicht einfach irgendwo hin. Sonst landet es wieder bei irgendjemandem im Inventar und das macht nun wieder unnötig Aufräumarbeit. Ja. Fürs Eisen brauchst du die Windschildrute noch nicht, ne? Genau. Ja, dann lass kannst du erstmal zu Hause. Aber die Kryptenschlösser. Also, irgendeiner von euch müsste ein Schloss mitnehmen. Schlüssel, genau, das meinte ich. Ja, hab ich in der Tasche. Gut. Also machen wir erst, wenn wir pennen waren. Dann gehen wir rüber. Genau, Maki, dann kommen irgendwann fliegende Gegner, dann wird das Ganze nochmal interessanter. Aber wenn fliegende Gegner kommen sollten, möchte ich auch fliegende, zähmbare Verbündete haben. Und wenn es halt wirklich die geflügelten Affen sein sollten aus Zauberer von Oz, ist mir scheißegal. Ich möchte die geflügelte Verbündete haben. Schmeißen Grayling. Oh ja, das wäre da auch noch eine Idee. Noch Katapulte und sowas mit dazu bringen und dann getreu dem Motto der Goblins aus Warhammer noch schön die eigenen Leute wegkatapultieren. Oh Gott. Ja, Goblin-Katapult. Genau. Wenn man dann noch so diese Flügel da dran macht und dann so noch leicht steuern kann, wo man hinfliegt. Mhm. Das wär geil. So, bin mehr oder weniger fast zu Hause. Ich sehe schon auf der Minimap. Mit meinem Auge hier, ich weiß ja auch nicht. Hab halt heute irgendwie so ein Milchflimmer überm Auge hier. Hm? Was gestern in hier oben, oder? Nee. Ist okay. Sicher, dass es Milch war? Wahrscheinlich auch zu weit, naja. Weißklongelle. Du siehst müde aus, Fenrir. Gönn dir mal eine Pause am Wochenende. Keine Zeit für Pause, Maki. Sagt mal, Leute, wo ich jetzt hier stehe, war einer von euch da am Jagen, weil hier liegen mehrere Hirschfleisch rum, die nicht eingesammelt wurden. Nein, eigentlich nicht. Nee. Dann werden die Hirsche hier mittlerweile von irgendwelchen Gräulingen und so getötet, weil ich habe jetzt schon mehrere Hirschleichen hier rumliegen sehen. Möglich. Vielleicht von vom letzten Raid noch? Ja, möglich, ja. Eupunky möchte Versuchskaninchen sein. Das dauert ein bisschen. Eupunky möchte also Versuchskaninchen sein für das Katapult, meinst du? Es gäbe ja sogar eine Möglichkeit, hier ein Katapult zu machen mit Hilfe der Harpune. Aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon rausgefixt wurde oder nicht. Man konnte sich wirklich katapultieren damit. Mit einem kleinen Trick. So, Mahlzeit, Jungs. Ab ins Bett. Mahlzeit. Ach, ihr liegt schon alle da oben, okay. Mach ich wer doch. Da, wer noch? So, Leute, mal mit dem Rochen nicht nach, dann macht nur gelbe Zähne und eine schwarze Lunge. Ich meine, erinnerst du sowieso verboten und ich heiße es eh nicht gut. Ich habe gerade im Sitzen geschlafen. Okay. Was? Es geht? Ja. Okay. Da draußen macht eine unsere Base kaputt, dem hauen wir jetzt erstmal aufs Hirn. So. Wie sie alle rausstürmen, was? Ja. Vor allem unsere Schweine. Ach. Schwein, komm her, ja. Das Ding mit dir noch mehr. Lass sie doch die Schweine schlachten, außer zwei, dann kriegen wir endlich das Fleisch. Was macht ihr da eigentlich?
Versuchen mit 5 Mann ein Kreuzwerk zu töten, weißt du? Echt jetzt? So, wo ist der jetzt gespawnt? Irgendwo so. Haben wir hier zu wenig Werkbänke. Dass der hier rumrandalieren darf. Der könnte auch reingelaufen sein, ne? Nicht nur gespawnt. Ja, könnte sein, dass irgendwo eine Tür offen ist. Hier beim Gasthaus zum Beispiel. Ja, beim Gasthaus ist eine Tür offen. Ja, siehst du? Da gibt's doch jetzt dieses Schlachtermesser. Wozu braucht man das denn? Da steht nur was dabei von gezähmten Tieren. Das kann ich dir gar nicht sagen, Maki. Das ja, braucht so ihr tatsächlich jetzt, um die Schweine zu schlachten. Anders geht's nicht. Ah. Man kann die Schweine nur noch damit töten. Und die Lochse, glaube ich, auch. Die gezähmten dann. Brauchen wir Silber für, möchte ich behaupten. Ah, jo. Na, okay, gut. Fenri, hast du eigentlich schon unseren Portalturm gesehen? Ja, sieht top aus. Ja, für schnell eine Dreiviertelstunde noch nach dem Stream hingezimmert oder am Ende vom Stream. Hab da top gemacht. In der Schmiede existiert keine Werkbank mehr. Ja, anscheinend. Das könnte sein, dass hier doch einer gespawnt ist. Schnellkopf, denn ich höre ihn als Rumschwein. Ja, ich kaufe gerade mit ihm. Wir verprügeln hier gerade ihn. Ja, hier war noch irgendwo was. Ja, wo kommen die denn jetzt her? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass er verdammt schnell ist. Wir können doch hier nirgendwo mehr reinkommen. Ja. Doch schon, weil irgendwo fehlt jetzt eine Werkbank. Die haben irgendwo eine Werkbank abgerissen. Ich kann mich keine Truhe mehr in der Schmiede bauen. Das mit den Werkbänken soll auch nicht mehr funktionieren. Okay, nee. Haben sie das rausgenommen? Ja. Alter, ich komme mit der Steuerung nicht mehr klar. Ich habe zu viel Satisfactory gespielt heute. Und die Lochse kann man jetzt reiten. Und ihr kennt Halloween-Kürbisse machen mit den Rüben. Okay? Ja. Na, ist doch geilo. Und beim Haldor gibt's so Donnerblitzstellen, wo man Recycling kann machen. So, ja. So Vernichter. Ach so. Ja. Wusstet ihr, dass man, wenn Sturm ist auf dem Meer oder überhaupt, dass ihr dann mal öfters in den Himmel gucken solltet? Ja. Nein. Weil man so. Dann Tor durch den Himmel reiten sieht. Ja, okay. Aus einem Streitwagen. Oh. Ja. Okay. Ist wohl ein. Also ich hab's Tatsache gesehen in einem Video. Es ist total geil. Ich hab's bei Svebonaut im Stream gesehen, da hat man so ein bisschen Rollenspiel rumgealbert. Ja. Und ich hab mir so ein bisschen ein paar Scherze erlaubt, weil er auch so Kanalpunkte-Besonderheiten drin hat, dass du halt ihm was zuflüstern kannst an seinem Charakter und er muss es dann machen. Und die anderen Stimmen in seinem Kopf waren der Meinung, ich wäre eine verräterische Stimme, aber komischerweise bei allen Aktionen, die er wegen mir gemacht hat, ist er dann immer Odin oder Thor begegnet. War total witzig. Ach, Marken hat auch schon mal selbst gesehen. Cool. Eupunky, bitte nicht zu Disciples spoilern. Bitte nicht, danke. Das möchte ich alles komplett selber herausfinden. Außer ich stelle eine Frage, weil ich nicht weiterkomme. Was macht man mit den Donnerdingern, fragt Maki. Das hat doch der Gaffagan gerade erzählt, dass man sich damit so ein Recycling-Ding bauen kann, ne? Du brauchst einer stehen vom Haldor, musst du da Kabel. Und dann kannst du Vernichter bauen, wo du verschiedene Fälle, Hirschgeweihe, kannst du alles rinschmeißen und dann halt eben Vernichter. Und wenn der Tor da gütig gesinnt ist, schenkt er da Kohle. Okay. Ah, okay. Was, Kohle? Kohle, ja. Oha, okay. Manchmal 5, manchmal 9, kommt immer drauf an, wie viel du drin hast. Der Tor schreibt mir gerade noch, der Tor war Hall, schreibt mir wegen dem Tor, dass es abhängig davon ist, wie weit man schon bei den Bossen ist. Aha. Bis zu welchem Boss muss man denn schon geschafft haben, damit man Tor sehen kann? Weil ich glaube, bei Svebo, der hatte da schon den Knochenwanst gehabt, ne, als er den gesehen hatte. Möchte ich behaupten. So. Sag mal, wo haben wir jetzt mittlerweile eigentlich die Haldor-Kiste? Wieso kommt jetzt bei Maki Werbung? Die ist doch Abonnentin. Oh, okay. Nee, ist kein Abonnentin mehr. hat sie vergessen zu verlängern.
Ab Mutti oder Wanst, schreibt Torwart halt noch wegen dem Tor. Okay, also könnten wir ihn jetzt vielleicht schon sehen oder halt erst ab der Mutti, wenn wir die Mutti gemacht haben. Ja, der Tor schreibt über Tor, genau. Er führt Selbstgespräche über sich selbst. Oh, wo müssen wir sein? Portal TMP, glaube ich, war's. Na dann. So, trotzdem jetzt noch die Frage, wo ist jetzt unsere Haldor-Kiste? Wo lagern wir jetzt die Schätze? In der Taverne. In der Schmiede, in der Taverne oben gleich links an, wenn du reinkommst. Ah, stimmt. Danke. Hab ich mir vergessen. Blöde Schizo-Götter. So, schauen wir mal, in welche Krypta waren wir denn noch nicht drin? Die da oben. Achso, ich mach gleich nochmal wieder Kartenaktualisierung, dann seht ihr auch noch bezüglich der Krypten. Maki, kannst du uns wieder hören jetzt, ja? Wir sind jetzt mal drüben, ne, Eisen holen. Ja. Beziehungsweise mal die Krypten erst clearen und dann... So, Karte ist aktualisiert. Maki, vielen Dank für dein Resub. Yep. Danke dir, meine Gute. Wir gehen gleich mal geradeaus, das summt sich schon. Hab ich ihn hier noch. Wo haben wir die Disteln hingeschmissen nochmal? In unserem Haupthaus ist eine Kiste, da steht Pflanzen drauf. Gut, da ist nix. Pflanzen? Ja. Da sind halt Löwenzahn und Disteln drin. Sowas. Sie hieß erst Gemüse, aber es waren irgendwie nur Pflanzen drin. Das sind halt so umbenannte Pflanzen. Ah, okay. Was sind denn Pflanzen? Nein. Na, Löwenzahn und Disteln. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen, weil sonst könnt ihr nämlich im Gebirge kein Silber abbauen ohne die Eisenspitzhacken. Ja, Maki, irgendwie muss ich doch Geld verdienen. Spricht sie so ein Kack? Hicks, wir nehmen nur Pilze mit. Da unten. Warte. Ist doch echt, bin immer noch bei. Nur Pilz und Eisen. Ja, ja. Bei New World, ich drücke immer den falschen Knopf, um alles rüber zu packen. Das ist doof. Auf jeden Fall ich bin Knopf. Auch ständig noch bei Satisfactory und mache mal Doppelklick, um was zu packen, statt Steuerung und Linksklick. Ja, geht's nicht weiter. Also, ist nur noch dieser Haufen hier. So. Achso, ich sollte mal was essen. Ich laufe hier. Wenn jetzt ein Raid kommt, sind wir am Arsch. Wieso? Ich habe gar nichts gegessen. Meine, Werte waren im Keller. Ich meine, eher die Werbung, irgendwie ist das schwierig, dieses Prime aber zu verlängern. Jetzt hast du einen richtigen. Ja. Vielen lieben Dank. Ich habe das ganze Eisen mal da in die Kiste gleich links, bevor wir das jetzt rumschleppen. Ja. Das wird gleich am Ausgang. Maki, das mit dem Prime-Abo ist auch so eine Sache, wenn du, das kannst du glaube ich nur einmal vergeben, wenn du das irgendwem anders vergeben hast, dann ist das bei mir, geht das bei mir nicht mehr. Genau. Und das verlängert sich glaube ich auch nicht automatisch, das Prime-Abo. Genau. Ja. Ja, jetzt das musst du immer manuell verlängern. Was sich automatisch verlängert. Ja, wunderbar. Und lieber Thor, ja, Medieval Dynasty gucke ich immer wieder mal rein, aber ich hatte damals bei Release angekündigt, weil ich gerade aus einem verbuggten Spiel raus bin, aus einem verbuggten Spielprojekt, dass ich angekündigt habe, ich warte darauf, dass es vollständig ist und möglichst bugfrei ist und dann mache ich ein Let's Play für. Aber ich brauche auch viel Zeit dafür, weil da ist viel gegrindet in dem Spiel. Und deswegen wird das dieses Jahr wahrscheinlich schon nichts mehr. Ich werde die nächsten Monate viel zu wenig Zeit haben für sowas. Ja, bei dir läuft ja auch einiges jetzt ein bisschen anders, ne? Ja. Was ich so gelesen und gehört habe. Ja, aber du hast auch noch nicht mitgekriegt hast, das habe ich am Anfang des Streams noch gesagt, dass mein Vater jetzt noch Wochen bis ein paar Monate hat und dementsprechend werde ich mir da auch eine Auszeit nehmen. Alter, scheiße, was... Boah, das tut mir leid, Bruder. Schon okay. Es gibt hier ein Portal, was einfach nur zwei Ausrufezeichen hat, ist das richtig? Ja, ich habe irgendwie, halt einfach... Placebo-Portale mal hingestellt. Achso, lol. Also ich weiß nicht, ob es aktiviert ist, dann hat irgendwie. Ja, weil du hast zwei davon so. Du hast zwei davon so benannt. Dementsprechend, ich laufe in das eine rein, um auf der anderen Seite wieder rauszukommen. Tagesbeschäftigung. Ja. Ich soll dir von Maki sagen, das tut ihr sehr leid. Dankeschön. Thor, dir auch vielen lieben Dank.
So, das ist Heilerkiste. Ich wollte nicht zum Spawner, ich wollte... Was machen wir beide TMP. Dann jetzt, Robin? Wir ich würde zwei, auch ja. vorschlagen, dass wir da mithelfen, jetzt Eisen dran zu farmen, dass wir dann schon alles mal klar. so schnell wie möglich Eisen fertig haben. Ach so, wir müssten noch das Schiff mitnehmen, war? Oder ist Hicks gerade dabei, das Schiff zu holen? Ich bin dabei, meine Spitzhacke und ein Schiff zu holen, ja. Ah, super, okay. Dann spawne ich mich schon mal rüber. Also wäre schön, wenn einer noch mitkommt, wegen Seesturm. Ja, warte, Hicks, warte. Ich helfe dir mal. Nee, Hicks, nicht das Schiff fahren, bau das Schiff ab und nehm das Material mit. Das ist viel schneller. Zerlegt das Schiff einfach und portet euch rüber. Mann, das ist jetzt hier. Ja, ich aber einfach zerlegt das. Warum sind hier die ganzen, warum sind alle Spitzhacken weg? Wieso alle Spitzhacken? Naja, meine Spitzhacke, die ich in meine Kiste gelegt habe, die ist weg. Oh. Ich hab's noch nicht. Ich hab bloß meine Bronzespitzhacke. Die hat immer bei. Hab ich die hier oben reingelegt? Du hattest noch keine Eisenspitzhacke, glaube ich. Nee, aber auch meine Bronze ist auch weg. Hä? Und ich habe eine Troll an der Ferse. Oh, hab ich wohl verbummelt, Marki, da hast du recht, ja. Das ist, Ach, wie konnte man denn nochmal abbauen? Zusammenkloppen. Ja. Es ist leider immer noch nicht machbar, das Ding einfach so abzureißen. Das finde ich ein bisschen schade.